Ja, guten Tag, Herr Nassi. Freut mich, dass Sie Zeit und Lust gehabt haben für ein Gespräch im digitalen Salon. Zeitbedingt sozusagen aus der Ferne und nicht mit körperlicher Präsenz, was ja auch immer nicht schlecht ist. Begrüßen möchte ich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich die Zeit nehmen, vielleicht ein paar Gedankengänge mit uns zu verfolgen. Herr Nassi, Sie sind ja Soziologe, haben aber auch Philosophie studiert und sind eigentlich fast allen mittlerweile bekannt geworden, weil sie überall publizieren, auftreten, in vielen Räten sitzen, auch im Ethikrat oder wie heißt es, Expertenrat in Nordrhein-Westfalen. Also sie versuchen sozusagen auf allen Ebenen zu mischen. Sie singen auch, habe ich gehört, im Chor, Ja. der leider wahrscheinlich jetzt auch ausgefallen sein wird. Und da stellt sich natürlich die Frage, sind Sie eher, sagen wir mal, Wissenschaftler oder verstehen Sie sich als Gelehrter oder als Intellektueller? Ja. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung, freue mich dabei zu sein. Ich bin von diesen dreien nur Wissenschaftler. Also Gelehrter, das gibt es ja gar nicht mehr, oder? Das war mal so eine bürgerliche Existenz, die sich um nichts kümmern musste, aber gelehrt war. Intellektueller weiß ich gar nicht, was das genau ist. Ich bin ein Wissenschaftler und ich würde auch sagen, dass ich, wenn ich, sagen wir mal, in Habitaten auftrete, die jetzt nicht meine unmittelbaren beruflichen Habitate sind, in denen ich mich natürlich am allermeisten aufhalte, Forschung, Lehre, Universität und Ähnliches, hoffe ich zumindest, dass die Spuren des Wissenschaftlers sichtbarer sind als die anderen Rollen. Die anderen Rollen sind natürlich Kommunikator zu sein, irgendwie schlau daherreden zu können, zusammenhängende Sätze zu sagen, aktuell zu sein, aber das sollte schon befeuert sein durch das, was mich als Wissenschaftler ausmacht. Also wenn das nicht so wäre, dann müsste ich das aufhören. Ja, aber das sind natürlich alles Kennzeichen, die man normalerweise den Intellektuellen zugestehen würde, die ja auch oft Wissenschaftler waren, natürlich auch Ja. Literaten, aber die sozusagen da auch das öffentliche Feld gesucht haben, was ja nicht alle Wissenschaftler machen. Ja, das stimmt. Und also jetzt, ohne jetzt zu biografisch zu werden, ist die spannende Frage, wer eigentlich wen gesucht hat. Also ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so richtig gesucht. Das hat mich eher gefunden. Also es war irgendwann also eine zweite und dritte Sprecherrolle, die irgendwie gekommen ist. Und viele der Dinge, um die es geht, die werden ja durchaus in ganz neuen Öffentlichkeiten ausgetragen. Also das ist ja nicht nur irgendwie das Netz, das sind Beratungskommissionen, das sind interdisziplinäre Kommissionen, die nicht nur wissenschaftlich bestückt sind. Das sind natürlich Medien wie das Netz und ähnliche, bei denen man ganz andere Formen gewissermaßen der Publizität und der Sichtbarkeit bekommt. Und das ist in meinem Fall natürlich auch das Kursbuch, ja, das gewissermaßen eine Art von Textform ist, die zwischen Wissenschaft und Feuilleton stattfindet. Und das sind sehr unterschiedliche Rollen. Und ich muss gestehen, dass ich in diesen unterschiedlichen Rollen eine Menge lerne. Also es ist viel einfacher, einen Text für eine wissenschaftliche Zeitschrift zu schreiben, als die dann sich ein Peer Review stellen muss, als die gleichen Inhalte einem anderen Publikum so klar zu machen, wie sie sein sollen, aber dabei keine zu starken zu starken Verluste, sagen wir mal, an Substanz. Und das ist jetzt natürlich als Norm formuliert. Ob das gelingt, da bin ich jetzt der falsche Gesprächspartner. Gut, bleiben wir erstmal bei der Wissenschaft. Wir haben ja jetzt ein Jahr hinter uns, in dem die Wissenschaft angeblich die Politik dominiert hat, beratschlagt hat, den Kurs vorgegeben hat, was ist zu machen, was ist zu vermeiden, um die Pandemie in den Griff zu kriegen. Sie sind eben, wie gesagt, auch in einen Expertenrat berufen worden, wo Sie als dann vermutlich als Wissenschaftler, als Soziologe eben beraten haben. Aber wie ist denn gibt es da tatsächlich einen Wissenstransfer in die Politik hinein von solchen Beiräten? Oder Ja. ist es dann doch eher so ein bisschen so, man tut so, als würde man sich beraten lassen, aber macht dann doch seine eigenen Sachen? Ja, beides natürlich. Also ich forsche selbst übrigens seit 15 Jahren über genau das Thema, über den Wissenstransfer, also über die Frage, wie wissenschaftliches Wissen eigentlich
in andere Praxisfelder übertragen wird, ein größeres EU-Projekt dazu gemacht, haben viel dazu in der Medizinsoziologie gemacht. Also es ist natürlich so, das wissen wir schon lange, dass wissenschaftliches Wissen niemals von Punkt A nach Punkt B umgetopft wird und dort verwendet wird. Das geht schon deswegen nicht, weil diejenigen, die diese politischen Entscheidungen treffen, keine wissenschaftlichen Probleme haben, sondern politische Probleme. Also dazu gehören Interessen, dazu gehört die Frage des Machterhalts, dazu gehört die Frage, mit den Entscheidungen wählbar zu bleiben. Dazu gehören natürlich ganz und gar außerwissenschaftliche Gründe. Also wer das nicht weiß, sollte keine Politikberatung machen, weil dann ist man von vornherein enttäuscht über die Dinge. Und außerdem, was hätte das eigentlich geheißen, wissenschaftliches Wissen 1:1 zu übertragen, wo wir doch innerhalb der Wissenschaft selbst nicht zu eindeutigen Sätzen kommen würden. Also die Kommission, ich bin in mehreren Kommissionen in dieser Zeit, aber diese ist sicherlich die sichtbarste gewesen. In der Kommission ging es zum Teil sehr konfliktuös zu. Also da waren sich diejenigen, die selbst das Etikett Wissenschaftler und Wissenschaftlerin hatten, sich in der Einschätzung von Situationen keineswegs einig. Und das lag nicht nur daran, dass das unterschiedliche Fächer waren, sondern dass da durchaus ganz unterschiedliche Auffassungen aufeinandergetreten sind. Was wir doch jetzt erfahren haben, das ist, dass ein großes Millionenpublikum an der Wissenschaft sehen konnte, dass Wissenschaft nicht einfach sagen kann, was der Fall ist. Also man kann jetzt nicht sagen, die Wissenschaft hat festgestellt und dann weiß man, was Sache ist, sondern wie schwierig das ist, überhaupt eine Fragestellung zu entwickeln, wie schwierig das ist, relativ einfache Fakten wirklich evidenzbasiert hinzukriegen, wenn man vorher die Dinge nicht weiß. Also ich muss als Sozialwissenschaftler sagen, dass wir bis heute über die Pandemie vieles schlicht und ergreifend nicht wissen. Wir wissen bis heute nicht genau, wo das Gros der Menschen sich tatsächlich angesteckt hat. Das muss man sich klar machen. Und das kann man eben nicht mal so eben nebenbei rauskriegen. Dafür braucht man Forschung, dafür braucht man Daten, dafür braucht man Mittel, dafür braucht man Zeit. Also wir machen jetzt erst, mache ich mit einem Mediziner und einer Pflegewissenschaftlerin zusammen einen Covid-Monitor für die Langzeitpflege in Bayern. Das fangen wir jetzt an mit einem großen Etat, werden jetzt Daten gesammelt, um etwas zu lernen aus der Pandemie. Das kann man nicht einfach umsetzen in Beratung. Und das, was Sie gesagt haben, stimmt natürlich. Natürlich nutzt Politik auch die Art von Expertise, die ihr nützt. Also das kennen wir schon sehr lange. Ja, also man muss sich nur eine Bundestags-Enquete-Kommission angucken. Wenn die unterschiedlichen Fraktionen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einladen, dann laden sich natürlich immer die Leute ein, die ihre eigenen Programme irgendwie stärker machen. Und spannenderweise, man würde jetzt sagen, das ist in den Kultur-, Sozial- und ökonomischen Wissenschaften, da ist es ja ohnehin üblich, dass man unterschiedliche Auffassungen hat. Aber das gilt auch für die Medizin, das gilt für die Biologie, das gilt für die gesamten Naturwissenschaften ganz genauso, dass man nicht so eine Eindeutigkeit bekommt. Man kann immer sagen, dieser Datensatz kann mir das erlauben, diese Prognose zu machen. Und dann kommt der andere und schließt anderes daraus. Und das ist auch wissenschaftlich richtig. Also diese komplexe Gemengelage ist es eigentlich, die ich ehrlich gesagt als Soziologe zurzeit auch richtig spannend finde. Also ich bin natürlich ein Krisengewinnler, weil die Situation gerade für meine Forschungsgebiete, wo es um diese Schnittstellen geht zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, also Wissenschaft und Politik, Wissenschaft und Familie, Wissenschaft und Medizin, Wissenschaft und Medien zurzeit natürlich stark verhandelt wird. Aber es war doch auch immer ein gewisses Problem, dass natürlich jetzt vor allem über die Medien das Bild verbreitet worden ist. Da gibt es bestimmte Wissenschaftler, die repräsentieren sozusagen das, was die Wissenschaft mehrheitsmäßig zumindest sagt. Wir kennen die Figuren, die hier in Deutschland vorhanden waren, und hat auch die Medien haben das nicht so sehr hinterfragt. Und es kam ja auch dazu, dass ja dann einzelne Wissenschaftler eher so an den Rand gedrängt worden sind. Die haben nicht das Richtige gesagt und es wurden manche ganz verbannt, weil sie eben völlig das Falsche gesagt haben. Und es gab auch so eine Kluft innerhalb der Bevölkerung zwischen den, nennen wir es mal, Corona-Leugnern und Gegnern. Und da hat doch irgendwas dann nicht funktioniert. Also die Frage ist, wie wäre die Situation gewesen, wenn sie funktioniert hätte? Dann hätte ja die Wissenschaft mit einer Stimme sprechen müssen. Und ich glaube, wenn Wissenschaft mal wirklich mit einer Stimme spricht, dann stimmt irgendwas nicht. Also dann würde ich sagen, es ist tatsächlich sowas wie wissenschaftlicher Fortschritt geradezu ausgeschlossen. Also es gab jetzt gerade in der Pandemie natürlich in viele Richtungen ganz extreme Positionen. Aber sagen wir mal so, diejenigen, die tatsächlich verhandelbar waren, waren durchaus unterschiedlich, aber nicht so weit voneinander entfernt. Weit voneinander entfernt waren die Konsequenzen, die man daraus zieht.
Das schon. Und da sieht man das sozusagen auch innerhalb von Wissenschaft, wenn man versucht, Erkenntnisse zu übersetzen in handhabbare Entscheidungsvorlagen, ja, dass man dann natürlich aus den gleichen Ergebnissen zu sehr unterschiedlichen Vorstellungen kommen kann. Weswegen man wieder sehen kann, dass sich die Probleme, die Politik lösen muss, nicht wissenschaftlich lösen können. Also wenn ein Politiker hingeht und sagt, ja, das ist ja jetzt wissenschaftlich erwiesen, das müssen wir jetzt unbedingt tun, dann stiehlt er oder sich eigentlich aus der Verantwortung, weil er sagen müsste, das ist eine Wertentscheidung, die ich hier mache, das ist eine Risikoentscheidung, die ich hier mache, das ist eine Interessenentscheidung, die ich hier mache. Das ist ein Machtakt, den ich hier mache. Das macht Politik immer. Also das lässt sich, glaube ich, nicht so einfach sagen. Ob Leute an den Rand gedrängt wurden oder nicht, das ist natürlich auch eine mediale Frage. Die Medien sind natürlich interessiert daran, nicht an einem komplizierten, ziselierten wissenschaftlichen Diskurs, sondern es ist natürlich unglaublich toll, wenn man zwei Virologen aufbauen kann, die sich am besten 12 Uhr mittags, wo sollen die sich denn treffen, in München auf dem Marienplatz und ein Nu machen. Ja, oder vielleicht am Alexanderplatz in Berlin, weil da die Hauptstadt ist. Das ist natürlich, das bildet zum Teil auch nicht ab, was in der Wissenschaft selber stattfindet. Das muss man ganz klar sagen. Es sind ja auch eine Flut an wissenschaftlichen Artikeln preprint, also ohne Peer Review entstanden. Also jeder wollte ja was etwas dazu sagen. Also die Wissenschaft selber hat sich ja darüber auch ein bisschen verändert. Es ist ja so eine Echtzeitwissenschaft geworden, die sozusagen ein Phänomen im Entstehen und in der Entwicklung begleitet und sozusagen eine Art Experiment damit veranstaltet. Ist da irgendwas, hat sich da wirklich was verändert oder ist es nur einmal so jetzt passiert? Na, ich glaube, es ist etwas sichtbar geworden. Also es ist sichtbar geworden, dass die Zeitregime zwischen politischer Entscheidung und wissenschaftlicher Erkenntnis doch sehr unterschiedlich sind. Also wissenschaftliche Erkenntnis dauert einfach ziemlich lang. Also ich habe es gerade gesagt, wir machen jetzt diese Studie über die Langzeitpflege. Ne? Die Ergebnisse werden vielleicht Mitte 2022 vorliegen, wenn die Pandemie hoffentlich längst historisiert sein wird. Jetzt brauchte man sehr schnell Wissen. Und das Interessante ist ja, dass Forschung einfach nicht Wissen aufnimmt, das schon da ist, sondern dieses Wissen produzieren muss. Und das braucht Zeit. Also man brauchte jetzt Situationen, in denen man eigentlich Ad-hoc-Wissen produziert hat, sehr schnell das gemacht hat. Auch man direkt dabei zugucken konnte, dass Leute zunächst mal von falschen Hypothesen ausgegangen sind. Manche Dinge relativiert werden mussten, manche Dinge nicht stimmten, was in der Wissenschaft ja permanent passiert, aber unsichtbar. Jetzt ist es sichtbar passiert. Und das ist einem großen Publikum tatsächlich deutlich geworden. Politik hat nicht die Möglichkeit zu sagen, na, wir wissen im Moment zu wenig, deshalb machen wir die Entscheidungen erst Mitte 2022. Das geht natürlich nicht. Und schon dieser Differenz von Zeitperspektiven kann man sehen, dass da eigentlich nichts Besonderes stattgefunden hat, aber etwas, was natürlich in einer drastischen Situation auch drastische Konsequenzen gab. Das Bekannteste ist die Frage, kann man aus den Daten schließen, dass die Schulen geschlossen werden müssen oder nicht. Das war ja einer der Streitpunkte. Ne? Man weiß es bis heute nicht genau, ab welchem Zeitpunkt das eigentlich richtig war oder nicht. Also es zeigt sich auch nochmal, dass so eine Gesellschaft immer in Gegenwarten stattfindet. Wir kommen ja nicht aus den Entscheidungsgegenwarten raus. Jetzt im Nachhinein können wir das gut beobachten und sagen, man hätte hier dies, man hätte dort jenes und so weiter. Aber in der Situation sitzen Politiker, die von Wissenschaftlern, ich war dabei, vieles davon gesehen, die gesagt haben, gefragt haben, was muss ich jetzt tun? Und die haben dann zum Teil gesagt, sorry, das kann ich Ihnen nicht eindeutig sagen. Ich kann höchstens stochastisch sagen, wie Risikolagen womöglich sind, aber dafür fehlt uns die Daten. Basis. Das ist immer sozusagen, wenn wir nicht weiter wissen, sagen wir, dafür fehlt uns die Datenbasis. Und meistens stimmt der Satz auch. Also ich glaube, da hat etwas stattgefunden, was Dinge sichtbar gemacht hat, die vorher nicht sichtbar waren. Also ich würde sagen, da ist ein Latenzschutz verloren gegangen. Also die Latenz, dass die Dinge eigentlich immer so laufen, wie sie aussehen, das wurde außer Kraft gesetzt. Und das ist ja nicht nur im Verhältnis von Wissenschaft und Politik so gewesen, das ist in Familien gewesen. Also Familien haben an sich gelernt, dass es am besten für Familien ist, wenn die meisten Familienmitglieder oder eigentlich alle Familienmitglieder zwischendurch nicht in der Familie sind. Das wissen wir jetzt wahrscheinlich mehr zu schätzen, zu scherzen. Ist gut zu schätzen als vorher. Und auch das ist eigentlich etwas, was wir schon wussten, aber jetzt hat man irgendwie
Ja, also das in einer Echtzeit, haben Sie, glaube ich, selber gerade gesagt, ja, Echtzeitsituation vorgeführt bekommen, ja, also wie zum Beispiel die Rollenverteilung in Familien dadurch außer Kraft gesetzt wird, dass auf einmal die Routinen nicht mehr funktionieren. Und das hat auf allen Ebenen entsprechend stattgefunden, ne? Naja, es ist aber auch auffällig gewesen, dass zwar immer Virologen, Epidemiologen und so weiter Ja, so sagen, den ja, Kranz der Politiker ja, gebildet ja. haben, aber die Geisteswissenschaftler, Sozialwissenschaftler waren doch eher so ein bisschen randständiger. Also sie kamen nicht so richtig zur Geltung, auch in den Talkshows, die da Ja. stattfanden, waren immer nur mal hin und wieder, aber sie hatten keine wirkliche gleichberechtigte Stimme, könnte man sagen. Woher kommt denn das? Also man ist sozusagen in den zwei Kulturen, hat man jetzt eher auf die naturwissenschaftliche Kultur sich verlassen, die das zu sagen hat, während man Ja. die Geisteswissenschaftler, Sozialwissenschaftler nicht getraut Naja, hat. zunächst liegt das natürlich nahe. Also man musste erst mal wissen, was ist das eigentlich für ein Virus? Was bedeutet das medizinisch? Also wir wissen ja jetzt eine ganze Menge. Wenn wir uns jetzt mal zurückversetzen in die Situation im März, April 2020, da wussten wir wirklich vieles gar nicht. Und deshalb bin ich ehrlich gesagt froh, dass nicht Soziologen angefangen haben, das Virus zu sequenzieren, sondern dass das Virologen gemacht haben. Ja? Also das liegt irgendwie nahe. Das Problem ist natürlich, dass man sofort gesehen hat, dass auch die Gesellschaft, ich habe das in mehreren Vorträgen eigentlich so formuliert, die Gesellschaft infiziert wurde. Ne? Und Ja. man sagen muss, also das ändert Routinen. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, dass die Sozialwissenschaften oder auch die Ökonomie, die Psychologie so randständig gewesen sind. Da gab es schon einige Akteure, die sich dazu durchaus geäußert haben, aber eben auch auf einer Basis, die tatsächlich nicht auf Forschung beruhte. Also eine meiner Beiträge, die ich in diesen Geschichten immer gebracht habe, das ist etwas, was man zunächst mal theoretisch deduziert und dann mit einer gewissen empirischen Evidenz sagen kann. Viele Konflikte, die da waren, hängen damit zusammen, dass es Zielkonflikte gab in der Gesellschaft, ja, die sich Interessenkonflikten, aber auch in Handlungsmöglichkeiten niedergeschlagen haben. Und das Zweite, dass es unglaublich schwer ist, die Dinge zu steuern. Also wir denken, dass wir, das ist ja sonst Bias, den eigentlich so gebildete Mittelschichtsleute haben. Wir müssen dem dummen Volk nur erklären, wie es sich verhalten soll. Und dann wird es das ja wohl tun. Ne? Und so einfach ist die Welt offensichtlich nicht aufgebaut. Und dass man da auf Steuerungsprobleme kommt. Und ja, das Dritte vielleicht noch, dass man tatsächlich auch bewusst Risiken eingehen muss. Also die interessante Frage ist ja nicht, ob man auf das Virus reagiert oder nicht, sondern welches Risiko ist man eigentlich bereit einzugehen und welches nicht, weil alle Maßnahmen Risiken haben. Was wir, und das muss man auch an die Adresse von Sozialwissenschaften und Ähnlichen schon sagen, die Kollateralschäden haben wir zu spät wahrgenommen. Also ich würde jetzt mal, wenn ich ein bisschen pro domo sprechen darf, sagen, dass ich einer der ersten war, die auf solche Dinge auch hingewiesen haben. Ja, und ich gehörte immer eher zur Fraktion Vorsicht, ja, aber darauf durchaus hingewiesen haben, dass das natürlich Auswirkungen auf soziale Ungleichheit hat, dass das natürlich Auswirkungen darauf hat, dass die Routinen nicht funktionieren, dass psychische Erkrankungen sich verbreiten werden, dass die Suizidrate steigen wird, dass es gerade für Leute, die aus den Versorgungsbeziehungen rausfliegen, am ganz unteren Ende der Gesellschaft, ein großes Problem werden. Was wir viel unterschätzt haben, das ist die Auswirkungen auf Kinder. Und gerade Kinder, sagen wir mal, aus den sogenannten bildungsfernen Milieus, wir erleben jetzt, es gibt die ersten Ergebnisse dazu, dass ganze Kohorten von Kindern tatsächlich das Lernen verlernt haben. Ja, zu sehen, dass Schule eigentlich eine sehr starke Institution ist, in der man eigentlich den Habitus lernt, indem man lernen kann. Das ist in der Zeit verloren gegangen. Und Trifft da es auch wären für mehr die Möglichkeiten. Universitäten zu? Also die Umschaltung auf die Teleuniversität, das ist andererseits ja ein bisschen Zukunft auch. Also vermutlich wird sich das auch mehr. Es war ja schon mal vor ein paar Jahren, dass man gedacht hat, okay, man macht Ja, diese ja, Riesenseminare weltweit ja. und dass sich Also. darüber auch sozusagen die Universitäten umstellen. Also, aber ist das eine Zukunft oder ist dann doch Nein. wichtig, dass die Präsenz Ja. vorhanden ist? Also ohne Präsenz wird es überhaupt nicht gehen. Also
ich würde sagen, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nur aufgrund meiner eigenen Primärerfahrung sagen. Dazu liegen mir jetzt keine weiteren Erkenntnisse vor. Wenn ich also daran denke, wir sind jetzt im dritten Digitalsemester, ich habe sehr viel Lehre zu machen, sehr viel Pflichtlehre, vor allem für jüngere Studierende, also die beiden ersten Einführungs- und Theorievorlesungen, da sitzen also bis zu 700, 800 Leuten drin, die ich mache. Und also das geht eigentlich nur in Präsenz. Aber wir haben es ganz gut hingekriegt. Aber dieses ganz gut hingekriegt ist alles andere als eine Alternative zum Hörsaal oder eine Alternative zum Seminarraum oder eine Alternative zur unmittelbaren Ansprache. Das eine oder andere wird sich schon irgendwie im Netz machen lassen, das ist klar. Aber das ist immer ein Nice-to-have, ja, das, was man auch zusätzlich machen kann, das auf gar keinen Fall. Und ich halte auch die Befürchtungen, dass Universitätsverwaltungen jetzt hingehen und sagen, ihr könnt den Nassé doch reden lassen und das allen Leuten auf der Welt zeigen. Also das wollen wir der Welt erstens nicht zumuten und mir auch nicht. Aber das ist auch nicht der tiefere Sinn eines Studiums. Dass die Universitäten nicht so laut geworden sind in der Zeit, kann ich ein bisschen verstehen. Wenn ich allein an unser Hauptgebäude hier in München denke, da sind unter der Woche, also das sind viele Hörsäle, die riesengroß sind, da laufen 5.000, 6.000, 7.000 Leute rum. Das wäre tatsächlich eine schwierige Situation gewesen. Und wir wissen bis heute nicht, ob im Wintersemester die Großvorlesungen tatsächlich präsent stattfinden werden. Mhm. Das wird gerade diskutiert. Ich hoffe, dass es so ist. Wir sind ganz gut damit klargekommen, haben aber auch gelernt, wie wichtig da die Präsenzgeschichten sind. Es wird einige Dinge geben, die man gut über solche Medien, in denen wir uns jetzt auch gerade bewegen, machen kann. Ja, manche Gremiensitz, habe ich mir auch gefragt. Also das ist eigentlich die bessere Lösung, anstatt da irgendwie Dinge, die man pflichtschuldig machen muss. Da muss man nicht irgendwo hinreisen für. Aber die Lehre ist tatsächlich eine Präsenzgeschichte. Und ich glaube, das stellt auch niemand ernsthaft in Frage. Also das würde auch einen riesigen Aufstand geben, wenn man das tatsächlich täte. Und zu glauben, dass man jetzt Geld sparen kann und sagen kann, braucht ein Land so viele Soziologen, wenn man Zoom hat, das funktioniert nicht. Es wäre eher etwas, was für die Studenten vielleicht auch vorteilhaft wäre, die dann nicht in eine Stadt ziehen müssten mit sehr teuren Mietkosten und Unterhaltskosten, sondern die könnten auf dem Land weiterarbeiten beispielsweise oder aus Bangladesch sozusagen an der LMU teilnehmen. Also das ist, glaube ich, eher auch die Perspektive. Aber solche Formen gibt es ja längst. Mhm. Und das ist ja auch ein riesiger Markt. Ja, also das ist in den USA ja bereits ein ausgebauter Markt natürlich, dass man über solche Medien natürlich Gebühren einzieht und eine Form von Lehre macht. Aber das ersetzt natürlich kein Präsenzstudium. Mhm. Also da würde ich immer dabei bleiben, dass das nicht geht. Das eine oder andere kann man so machen. Und ich meine, wir profitieren ja schon seit vielen Jahren davon, dass man im Netz sich wissenschaftliche Inhalte tatsächlich angucken kann. Es gibt ganze Vorlesungsreihen, die man im Netz sich angucken kann. Übrigens nicht nur gute, ja, also das ist keines Mikro, dass nur das, was irgendwie im Netz von weit weg kommt, gleich besser ist als das, was wir hier in Oberbayern machen. Also so ist es natürlich auch nicht. Die Konkurrenz ist größer geworden, die Vergleichbarkeit ist größer geworden. Aber ich würde jetzt als Hochschullehrer niemals darauf verzichten wollen, meine Studentinnen und Studenten unmittelbar zu treffen. Was die jetzt natürlich, die Drittsemester, ja, die noch nie die LMU jetzt von innen gesehen haben, die haben natürlich jetzt Miete gespart. München ist sauteuer und auch für Studierende sehr, sehr teuer. Aber das ist kein Zustand, ja. Zumal wir eine oberbayerische Heimschläfer-Universität sind, die meisten Studis der LMU, obwohl wir so eine tolle internationale Exzellenzuniversität sind, kommen aus Oberbayern. Achso, wusste ich gar nicht. Ja, ja. Sie hatten, um auf ein anderes Thema zu kommen, komme ich wieder zurück auf den Intellektuellen. Mal gesagt, der Intellektuelle müsste heute eigentlich eher ein Kybernetiker sein, also eher sich mit Codes und Algorithmen und Zahlen beschäftigen als mit der Schriftkultur. Also Intellektuelle waren natürlich immer verhaftet der Rede, wie wir sie jetzt auch machen, aber eben auch vor allem der Schriftkultur, haben ihr Wissen dann über die Schrift weitergegeben und tradiert. Ist da nicht sozusagen dann jetzt doch ein Umbruch eigentlich notwendig, dass wir, wenn wir die Welt verstehen wollen, die zunehmend digitalisiert wird, die zunehmend von KI-Systemen sozusagen möglicherweise reguliert und optimiert wird, von Systemen, in denen wir dann mal irgendwann mal drin sitzen, wie autonomen Fahrzeugen, dass derjenige, der sozusagen das nicht versteht, was da dahinter steht, eigentlich der neue Analphabet ist?
Das glaube ich schon. Also ich weiß nicht, ob ich die Formulierung so gebraucht habe, aber ich glaube, also ich glaube, ich habe mal über den Intellektuellen gesagt, dass der ein Übersetzer sein muss. Ja, also Ja. ein Übersetzer unterschiedlicher Logiken. Das ist ja nah an der Kybernetik eigentlich dran. Ja, die Frage sozusagen, wie man eigentlich diese Perspektivendifferenz in der Gesellschaft sich angucken kann. Was die KI-Fragen angeht, was diese Technisierung angeht. Ich meine, wir erleben ja zurzeit doch sehr stark, dass die Digitalisierung, wenn wir jetzt mal dieses riesige Wort nehmen, das ist ja auch irgendwie fast unpassend, das Wort, aber wenn wir das mal nehmen, natürlich die Leittechnik unserer Zeit ist, den Buchdruck, wenn man so will, abgelöst hat. Das heißt nicht, dass es keine Schrift mehr gibt, aber dass es doch sehr lange dauert, bis man die Kulturbedeutung dieser Geschichten wirklich begreift. Also zu der Kulturbedeutung gehört zum Beispiel eine Zurechnungsfrage, wem wir eigentlich Entscheidungen zurechnen. Also nicht, wer entscheidet. Die ganze KI-Diskussion ist für mich viel zu ontologisch, ja, wo man hingeht und sagt, entscheiden die Dinge eigentlich oder nicht? Man weiß manchmal gar nicht, ob das ein Skalierungsproblem oder ein Qualitätssprung ist. Mit Skalierung kann man schon viel an Qualität simulieren. Die viel interessantere Frage ist, wissen wir eigentlich, wo die Datensätze herkommen? Wissen wir eigentlich den Bias nicht der Entscheidungsalgorithmen, sondern der Datensätze? Wissen wir eigentlich, wie wir Entscheidungen überhaupt zurechnen. Wissen wir eigentlich, dass eine KI, die nicht nur Muster in Datensätzen findet, sondern selbst, Sie haben das selbstfahrende Automobil genannt, als eine der einfacheren Formen, dass die immer fehlerbehaftet sein müssen, weil solch ein formales System niemals widerspruchsfrei mit sich selbst umgehen kann, weil es die Daten der Außenwelt oder falsch die Wahrnehmung der Außenwelt über selbst erzeugte Daten produzieren muss, wird sehr ähnlich unserem Bewusstsein. Also wenn man solche Fragen stellt, dann stellt sich die Kulturbedeutung dieser Geschichten von KI ganz anders. Ich meine, wir sind noch in der Öffentlichkeit auf dem Niveau, dass wir uns Homunkuli vorstellen, die einen Intel-Prozessor im Kopf haben statt einem Gehirn. So einfach ist die Welt dann doch nicht aufgebaut. Das ist zwar literarisch ganz hübsch oder man kann Filme damit drehen, aber das ist ja nicht die Wirklichkeit. Und die spannende Frage ist, was ändert sich das eigentlich im Hinblick auf Wertschöpfungsketten, ja, also dass Daten auf einmal so wertvoll sind, das hätte man sich früher nicht denken können. Aber man kann es jetzt verstehen, warum es so ist. Und dann stellt sich die Frage, dass wir immer noch über so einfache Dinge diskutieren wie informationelle Selbstbestimmung, obwohl wir kybernetisch längst wissen, dass die Information ja nicht bei mir ist, die ich weggebe, sondern andere eine Information daraus machen, wenn ich Daten weggebe. Und dass diese Form eigentlich ganz neue Verhältnisse schafft, für die sowohl das Rechtssystem als auch die Ökonomie als auch politische Regulierung ganz neue Formen finden muss, die es noch nicht gibt. Also ich hatte letztens das Vergnügen, mit der zuständigen EU-Kommissarin Vestager zu diskutieren. Die diskutieren sozusagen die Regulierung von Facebook und ähnlichen Akteuren, so ähnlich wie man vor einem halben Jahrhundert über die Montanindustrie diskutiert hat. Ja, und sehen gar nicht, dass die Wertschöpfung gar nicht mehr stationär ist, ja, dass die Grenzkostengeschichten völlig anders aufgebaut sind, dass die Verantwortungsübernahme für die Folgen der Geschichten nicht mehr diesen Kausalitäten folgen wie in der klassischen Industriegesellschaft. Das müssen wir alles lernen. Und Ihre Ausgangsfrage war ja die nach dem Intellektuellen, ja, also vielleicht, und das würde ich sagen, das ist eine wissenschaftliche Aufgabe, sich damit wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen. Wir sind gerade in den Sozialwissenschaften immer noch dran, dass wir Technikfolgenabschätzung machen, ja, also das soll man ja alles machen, ist ja wichtig, aber das ist ja eine subalterne Position dieser technischen Revolution gegenüber. Man muss die verstehen, was da eigentlich passiert. Und ich glaube auch, dass die auch durchaus ganz segensreich sein kann. Also das ist ja das Verrückte an so Techniken, dass man damit auch eine Menge machen kann. Ich glaube, dass Klimawandelbearbeitung und sowas ohne entsprechende Daten wahrscheinlich nicht möglich ist, ja. Aber das ist jetzt auch das ist ein Sonntagsredensatz. Also es geht eigentlich darum zu sehen, was sehen wir eigentlich von dieser Wirklichkeit? Und früher war das der Intellektuelle, der so lange Sätze bilden konnte, dass man genau wusste, dass es aus mindestens 7 Büchern kommt. Und ich polemisiere ja ein bisschen, ja. Also wo man sozusagen sagen kann, da ist so ein Weltwissen da, das man abrufen kann. Das Weltwissen wird zurzeit anders geordnet. Und das müssen wir lernen.
Übrigens auch sehr selbst wenn man das ganz banal als Standort, als ökonomische Standortpolitik macht, was heißt das eigentlich, Digitalisierungsstrategie? Für deutsche Politik heißt das immer noch, dass es mehr iPads in den Schulen gibt und dass es auch in Niederbayern Glasfaserkabel gibt, ne? Also das hat mit Digitalisierung nicht viel zu tun. Das ist ungefähr so auf dem Niveau von Straßenbau oder sowas, ja. Die Digitalisierung hat ja auch die Folge, wenn wir bei den KI-Systemen bleiben, dass möglicherweise ja nicht nur handwerkliche Tätigkeiten ersetzt werden, sondern auch geistige. Klar. Es gibt ja schon Textroboter und Ähnliches, die dann auch wissenschaftliche Texte fabrizieren können, auch Literatur vielleicht fabrizieren können. Tritt da nicht dann auch eine Veränderung der geistigen Kultur oder der wissenschaftlichen Kultur ein, wenn dann sozusagen diese anderen Wissensproduzenten dann mit auftreten, von denen wir dann auch möglicherweise eben nicht wissen, was sie genau, wie das genau abläuft, weil ja die lernenden Systeme sind ja auch so eine Art Blackbox, wo man nicht reingucken kann, wenn es für viele verschiedene Ebenen gibt. Wir wissen nicht, was letztlich dann hinten rauskommen wird. Genau. Also wir haben die Blackbox des Intellektuellen immer sehr prämiert. Also was im Kopf von Menschen passiert, wissen wir ja auch nicht. Ne? Wir kennen Inputs und wir kennen Outputs. Dafür gibt es ja einen Psychologen oder Therapeuten. Es gibt dieses gerade das logische Problem der Psychologie, des Psychologismus besteht ja darin, dass man das, was da im Kopf passiert, eigentlich nur indirekt sehen kann. Und selbst wenn man einen Oszillographen an so einen Kopf macht, also unser beider Köpfe sind ganz gut dafür, weil die ganz gut halten werden, weil wenig Haare ans Ohr da sind, dann sieht man nicht das, was im Kopf stattfindet. Man sieht Daten davon. Das ist eine schöne Parabel eigentlich darauf. Also die Blackbox gibt es schon länger. Ja? Wir halten nur diese natürliche Blackbox, die wir selber sind, für transparent, weil wir darüber Sätze sagen können. Über das andere können wir noch nicht so viel Sätze sagen. Wir erwarten aber eigentlich von den Blackboxes, dass sie Dinge tun, die wir nicht erwarten, sonst bräuchte man das Ding ja nicht. Und das Spannende ist wieder, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Zurechnungsfrage. Was mich am meisten fasziniert hat, ich war vorletztes Jahr am CERN in Genf, wenn dort Teilchen aufeinander geknallt werden, dann passiert ja was in sehr kurzer Zeit. Und es sind inzwischen die Maschinen, die darüber entscheiden, welche der Prozesse, die dort stattfinden, eigentlich die sind, die es sich lohnt, wissenschaftlich anzugucken. Oh. Also es war eine Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der ich angehört habe. Da ging es um die banale Frage, ob die DFG bald nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Techniker bezahlen darf, weil die eigentliche Arbeit machen und sozusagen der Algorithmus, man könnte sagen, der Wahrnehmungsapparat, der technische, die eigentliche wissenschaftliche Arbeit macht. Ich vereinfache das jetzt sehr, bin kein Physiker. Aber das ist doch ganz spannend zu sehen. Und jeder, der mal mit einem statistischen Programm gearbeitet hat, wird feststellen, wie viele Artefakte wir mit einer Clusteranalyse herstellen können. Also das wird Auswirkungen auf Wissenschaft haben. Wo kommen die Fragen her, die Hypothesen? Wie operationalisieren wir sie in Datensätzen, die nicht mehr von der Wissenschaft selber produziert werden, sondern in der Gesellschaft anfallen, im Hinblick auf das, was dabei rauskommt? Also die Dinge, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, sind dann, was weiß ich, so Prädiktionsmaschinen für das Rechtssystem. In den USA wird das schon zum Teil experimentell angewandt, ja, aus den Daten, die da sind, rauszukriegen, ob jemand, was jemand für eine Wahrscheinlichkeit hat, wieder straffällig zu werden. Und dann wundert man sich, dass die gleichen Vorurteile, die in den Blackboxes von Richterinnen und Richtern drin waren, auch in den Blackboxes der Apparate drin sind, was einen aber nicht wundern darf, weil die im Prinzip die Muster erkennen, die in der Gesellschaft die Daten füttern, in denen das stattfindet. Weswegen man dann wieder feststellen muss, dass man in einer paradoxen Situation ist, wo das Verhältnis von Blackbox und Sichtbarkeit ein voraussetzungsvolles ist. Und wir reden immer noch über Technik, als sei das ein Apparat, den man an- oder ausmacht. Und das ist weit darüber hinaus. Und ich glaube, diese Revolution, die da zurzeit stattfindet, ist tatsächlich eine, jetzt hätte ich fast gesagt, eine intellektuelle Revolution. Also zumindest eine, über die man auch außerhalb, sagen wir mal, der Technikwissenschaften nachdenken muss und die wir nicht einfach abwehren können, indem wir sagen, also wir brauchen natürlich auch Sinn verstehen und so weiter. Also ich habe von Kybernetikern gelernt, dass die Hermeneutik, die ja die klassische Geisteswissenschaft schlechthin ist, ja, wir haben Texte und versuchen,
also die banale Frage, was hat der Autor gemeint, ist heute nicht mehr angemessen. Aber was ist das sozusagen für eine Sinnstruktur in den Texten? Eigentlich nichts anderes als Mustererkennung ist. Und das machen inzwischen Apparate gar nicht so schlecht, einen Textkorpus zu erschließen. Das berühmteste ist das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, wo man nicht wusste, es hat Schelling geschrieben, hat es Hegel geschrieben, hat es Hölderlin geschrieben. Und wie hat man es rausgekriegt? Wahrscheinlich war es von Hegel an den Mustern des Schreibens. Ja, und Theologen haben Jahrhunderte an Mustern versucht rauszukriegen, ob dieses Textstück nun zum Korpus gehört, also geoffenbart ist direkt von Gott oder nicht. Und woran hat man es erkannt? An Textstrukturen, also wenn man so will, an Datenstrukturen. Also das kennen wir alle schon. Das müssen wir übersetzen in die heutige Zeit. Eine unglaublich spannende Aufgabe, finde ich. Aber jetzt haben wir ja schon auch so ein bisschen angestreift, dass es auch Systeme gibt, die autonom entscheiden sollen. Also wenn wir jetzt an die Autos denken, die dann irgendwann einmal auf die Straße kommen und dann eben auch dann ständig Entscheidungen treffen müssen. Blinken sie, fahren sie, überholen sie ein Auto, wie bremsen sie, überfahren sie ein Tier oder nicht, um die Passagiere zu schützen. Und also es gibt eine Vielzahl von ich glaube, ich weithin noch nicht ausgeklügelten Verhaltensvorschriften, die da eingehalten werden müssen. Die können ja nicht nur vorgegeben werden, die müssen sozusagen ja auch ein bisschen im Fluss generiert werden, wie wir eben auf die Pandemie auch reagiert haben. Würden Sie denn sagen, da ist eigentlich grundsätzlich wichtig, dass wir sowas wie eine Maschinenethik uns ausdenken, einführen, also eine Ethik, die man praktisch in die Systeme hineinpflanzt, um solche Entscheidungen einigermaßen korrekt zu treffen. Weil Also hat ja die auch mit der Frage. Zurechenbarkeit wieder dann zu Ja. tun. Genau. Die Frage kann man ja nur mit Ja beantworten. Also sie mit Nein zu beantworten, würde schon ethischen Protest produzieren. Natürlich ja, aber die Frage ist, was heißt das eigentlich? Also zunächst muss man sagen, diese Sachen gibt es ja alle. Also wenn Sie heute zum Kardiologen gehen, ne, und ein EKG gemacht wird, dann wertet das ein Algorithmus aus. Und der wertet das nicht einfach objektiv aus, sondern der versucht zunächst einmal an dem EKG, das gemacht wurde, zu lernen, was eigentlich die Struktur ist und kann dann Anomalien feststellen. Wenn Sie heute sediert werden für eine Operation, dann ist das Beatmungsgerät nicht ein selbstlernendes Gerät, das wäre übertrieben, das aber in einem Regelkreis Entscheidungen fällt, die vor kurzem noch ärztliche Entscheidungen gewesen sind. Also diese Wirklichkeit ist längst da. Wenn Sie ein Airbus-Flugzeug fliegen, dann haben Sie einen Rechner da drin, der den Joystick, mit dem der Pilot oder die Pilotin fliegt, zunächst mal umrechnet und denkt, meint der das wirklich? Ne? Also das sind ja durchaus Dinge, die finden schon statt. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, da Sie haben ja quasi die Antwort auf die Frage schon mitgegeben, das ist eine Zurechnungsfrage. Also ab wann wird diese Zurechnung eigentlich komisch? Eine der wichtigsten ethischen, wie soll man sagen, Hilfsmittel, die wir haben, ist die Kontingenzformel Mensch. Ja, also wenn Florian Rötzer mit dem Automobil jemanden totfährt und sicher ist, dass er das nicht absichtlich gemacht hat, dann sagen wir, der ist halt nur ein Mensch. Das passiert Menschen. Die sind mal unaufmerksam. Vielleicht hat er irgendwie sich auf ein Gespräch vorbereitet oder hat Alkohol getrunken oder sonst auch irgendwas. Einer Maschine würden wir so das nicht zurechnen und sagen, ach, das ist ja nur ein Algorithmus. Ja, und das ist jetzt eine Software von der Firma und nicht von der. Diese Zurechnung funktioniert nicht. So, und dann ist die spannende Frage, das ist bei Ethik immer die Frage, wem rechnen wir eigentlich die Wirkung zu, die man womöglich gar nicht hätte kalkulieren können? Also, wo ist eigentlich die Fehlertoleranz, die automatisch in KI auftauchen wird? Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Gödel'sche Unvollständigkeitssätze sagen uns das schon seit den 1930er Jahren, dass ein formales System in sich immer unvollständig sein muss, weil es sich selber mitrepräsentiert. Das ist eine Paradoxie, aus der man nicht mathematisch nicht rauskommt. So, und wenn das so ist, dann muss man sich die ethische Frage stellen, wie viel Risiko gehen wir dabei eigentlich ein? Und das haben wir doch bei der Implementation von Techniken immer gehabt. Also wir wissen genau, dass in diesem Jahr in Deutschland durch den Automobilverkehr ungefähr so 2.500 Menschen zu Tode kommen. Ne? Und da würden wir jetzt sagen, also möchten Sie verantwortlich sein für 2.500 Menschen, die zu Tode kommen? Eigentlich müsste man den Autoverkehr doch jetzt ab heute sofort um 16 Uhr
stillliegen und wir haben 2500 Menschenleben gerettet. Also das wäre ja eigentlich die Denkungsart, aber wir akzeptieren das. Das ist okay und wir haben es ja auch reduziert. 1972 war, glaube ich, das Jahr mit den meisten Verkehrstoten, 25.000, mit viel weniger Autos und einem viel kleineren Land, weil die DDR noch nicht dazu gehört. Ja, also und das ist doch eigentlich das Spannende, dass wir, wenn wir anfangen, über Ethik zu sprechen, wir erstens über die Frage, wie können wir das eigentlich zurechnen, zweitens über die Frage der Stochastik, welche Art von Schaden finden wir eigentlich angemessen? Das haben wir doch in der, was weiß ich, wenn man, also in unserer Generation hat man das bei den Atomkraftdiskussionen doch mitverfolgt. Wir haben gesagt, das ist verschwindend gering. 1 zu 100.000, 1 zu 1 Million, 1 zu 10 Millionen, 1 zu 100 Millionen. Was ist das Richtige? Bis uns Mathematiker danach nachgewiesen haben, dass es um ganz konkrete Fälle geht und dann die Wahrscheinlichkeit viel höher war als das, was diese Gleichungen uns beschrieben haben. Also das ist natürlich, braucht man diese Ethik. Aber die ist wiederum eine Form der, wie soll man sagen, des kulturellen Ertragens von Zurechenbarkeit. Das glaube ich schon. Und das wird kommen müssen. Ich meine, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber ich weiß, dass Ethik heutzutage eben nicht mehr in der Lage ist, eine klare moralische Vorgabe zu machen, was wir tun können. Also da wird es keinen KI-Dekalog geben, sondern wir müssen eine Reflexionsform haben und sagen, sind wir eigentlich in der Lage, diese Risiken erstens einigermaßen zu kontrollieren, zweitens überhaupt zu berechnen und drittens sind wir bereit, sie einzugehen oder nicht einzugehen. Ja, wir haben aber natürlich in der Welt das Problem, dass verschiedene Länder verschiedene Systeme bauen, die auf verschiedenen Algorithmen. Man kann da, wenn man jetzt mal vielleicht ins Militär reinguckt, da wird ja massiv daran gearbeitet, KI einzuführen. Und auch die Waffentechnik ist ja so, dass die Zeiten immer kürzer werden, wenn man jetzt an Hyperschallraketen denkt. Also die Vorwarnzeit, wo ein Mensch noch sozusagen einwirken könnte, wird einfach zu kurz, weil es alles viel zu schnell passiert und es muss automatisiert werden. Aber da kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass es zu irgendeiner gemeinsamen Lösung kommt, oder? Das kann man sich kaum vorstellen. Und das ist ja das Verrückte. Also ich glaube gerade, dass dieser Schnelligkeitsaspekt eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Also wo wir sozusagen feststellen, dass gewissermaßen die Zeitspanne des natürlichen Bewusstseins, der Hirnforscher Ernst Pöppel sagt immer, die Zeiteinheit des Gehirns seien 3 Sekunden. 3 Sekunden sind in solchen Geschichten geradezu Epochen. Das wird nicht gehen. Und da ist ja die entsprechende Frage, welche Risiken sind wir bereit einzugehen? Also dann gehen wir mal vom Militärischen weg. Das Militärische hat ja so eine Eigendynamik. Ja, da ist es wahrscheinlich schwer, die Dinge zu stoppen. Gehen wir an die Börse. Ja, gucken Sie sich diese Börsenalgorithmen an, die es ja tatsächlich schaffen, dass die Besitzzeiten an bestimmten Papieren in den Mikrobereich von Sekunden gehen. Und wenn, also ich habe das mal mit einem Mathematiker diskutiert und habe gesagt, eigentlich müsste doch, wenn die Dinger perfekt sind, ja, die unterschiedlichen Algorithmen das Gleiche tun, weil sie doch auf das Richtige kommen. Aber wenn an der Börse alle das Richtige tun, müsste die Börse eigentlich zusammenbrechen, ja, weil dann das Richtige gleich das Falsche wird. So. Und das wären so Folgen, die aus dieser Echtzeitgeschichte tatsächlich kommen. Aber ähnliche Diskussionen haben wir ja auch im Kalten Krieg geführt, ne? Also ist das eigentlich noch Abschreckung, wenn man vielleicht 10 Sekunden oder vielleicht nur 10 Minuten Zeit hat, zu entscheiden, ob das, was man da auf einem Oszillographen sieht, wirklich eine russische oder eine amerikanische Rakete ist oder nur ein, weiß der Henker, was für ein Artefakt? Oder sind es irgendwelche bösen Leute, die beiden gegeneinander aufhetzen wollen? Dafür gibt es ja in Hollywood entsprechende Vorlagen. Mhm. Also diese Diskussion kommt weiter und die kennen wir schon und sie lässt sich ethisch nicht eindeutig auflösen. Wahrscheinlich müsste man sagen, das ethisch Richtigste wäre, Verhältnisse zu haben, in denen man diese Form von Militär nicht braucht. Ja? Also das ist natürlich mit dem Siegel der Naivität auch belegt. Wenn es da ist, muss man es haben. Und das ist die Grenze wahrscheinlich einer ethischen. Ja, das ist im Prinzip auch wieder die Frage der Risikobereitschaft. Ne? Also Sie kennen das noch, ja, wir sind wahrscheinlich in ähnlichem Alter. Lieber rot als tot, die Diskussion. Das ist doch, das im Prinzip war das doch der Algorithmus, mit dem man diese Dinge damals diskutiert hat. Ja. Oder halt umgekehrt, ja, lieber tot als rot. Und sowas Ähnliches zeigt sich da auch, aber eben mit höheren Geschwindigkeiten. Ja.
Und die höheren Geschwindigkeiten sind eine andere Blackbox als wir. Also da wären wir doch ein bisschen ausgeschaltet. Aber allerletzte Frage noch, dann kommen wir zum Ende. Ich hatte das letzte Mal auch mit einem KI-Forscher und mit einer Philosophin darüber gesprochen, ob es denn dann auch notwendig wird, nicht nur eine Ethik für Maschinen zu machen, sondern auch gegenüber Maschinen. Also wenn die Maschinen jetzt einigermaßen intelligent sind, also beispielsweise wir sprechen mit Alexa oder irgendeinem Assistenten, ja, die werden ja wahrscheinlich auch noch wendiger werden, nehme ich an. Ist es dann, oder wir haben Sexroboter, die sozusagen mit uns sprechen, die uns umgarnen, die uns verführen, die mit denen wir körperliche Nähe auch empfinden. Gibt es denn Verpflichtungen sozusagen gegenüber Maschinen oder eine Ethik gegenüber solchen Maschinen dann? Ja. Genau, sei nett zu Alexa. Also da würde ich jetzt als Soziologe antworten und sagen, wer einen Personenstatus hat, das ist sehr kontingent. Ne? Also es gab durchaus auch Menschen, die keinen Personenstatus hatten. Oh. Also für uns ist das irgendwie so selbstverständlich, ja, dass wir uns gegenseitig als ethisch relevante Entitäten ansehen. Das ist nicht so lange her und auch heute noch, wo das nicht der Fall ist. Und die andere Seite wäre jetzt, gibt es eigentlich nichtmenschliche Entitäten, denen wir Personenstatus zuschreiben? Oh. Also ich kann das nicht beantworten. Ja, ich kann nur sagen, diese Frage muss man dann stellen und sich tatsächlich die Frage stellen, ob solche Apparate das haben können. Was sind eigentlich die Kriterien dafür? Also in der Medizin ist es doch ganz spannend, dass man sich die Frage stellt, ab wann ist eigentlich so ein menschlicher Körper, der aussieht wie Sie und ich, tot? Hm. Man versucht es rauszukriegen an der Blackbox. Ja, also wie reagiert der auf Reize? Hat der einen Handlungsspielraum? Und wir würden immer sagen, wenn da ein Handlungsspielraum da ist, dann ist die Menschenwürde noch so stark, dass man ihn nicht für tot erklären darf. Was ist mit Maschinen, die Handlungsspielräume haben? Sind es Handlungsspielräume oder ist es ein Skalierungseffekt? Mhm. Also ich kann mich jetzt rausreden, ich kann nur die Frage stellen, also den Typus von Frage. Und das Spannende ist, das ist keine moralische Frage, sondern tatsächlich zunächst mal eine ontologische oder eine gegenstandsbezogene Frage. Was ist das für eine Art von Entität? Weil es ja schnell geht, dass wir irgendetwas für eine Person halten. Also wenn Kinder mit Hunden spielen, nicht nur Kinder, auch Erwachsene, dann reden die mit denen oder versuchen zu interpretieren, dass das Schwanzwedeln oder ein bestimmter Blick irgendwas bedeuten soll. Und wir wissen zumindest, dass der Hund nicht in der Lage ist, das semantisch zu verarbeiten. Ja? Und man kann dem Hund sagen, dass er ganz nett ist oder dass er ein böser Drachen ist. Das macht keinen Unterschied für den Hund. Der hört wahrscheinlich nur irgendwie den Ton. Wahrscheinlich, ich war noch nie ein Hund, aber diese Fragen, die stellen sich dann und das sind ontologische Fragen, die man zunächst mal klären muss, bevor das ethisch zu qualifizieren ist. Naja, ich dazu nicht sagen. Ja. Es gibt ja auch die Entwicklung, dass man eben zum Beispiel in der Altenpflege Roboter baut, die sozusagen die Einsamkeit ein bisschen bekämpfen, gleichzeitig die Leute überwachen und man nennt es dann auch affektives Computing, also sozusagen eben auf die Emotionen der Menschen antworten. Da wird ja, ob das jetzt dann suggeriert wird oder simuliert wird oder ob dann tatsächlich dann solche Systeme dann tatsächlich Empfindungen nicht nur spüren, sondern auch weitergeben können, ist ja dann auch so eine Zwischenfrage. Also ich würde da jetzt auch keine abschließende Antwort drauf geben können, ja, aber ich würde das jetzt mal vergleichen mit skaliert etwas niedriger. Vielleicht ist es ja auch, ist man auch schon weniger einsam, wenn man Filme gucken kann oder eine Talkshow beiwohnt, weil man sieht, dass da natürliche Menschen miteinander sprechen. Also auch da würden wir auch sagen, die Einsamkeit ist die gleiche, aber das Gefühl ist womöglich was anderes. Affektiv ist man simuliert an die Welt angeschlossen. Und bei der Frage stellt sich dann auch wieder, ist dann eigentlich der Roboter, der einem gute Gefühle macht, wiederum ein Adressat für moralische Ansprüche? Ja, eben. Also, das ist die, darf ich den ausmachen? Ja, oder? Genau. Das ist dann die Frage. Und spannenderweise werden ja diese Dinge ab und zu auch anthropomorph dargestellt, was ja eine merkwürdige Geschichte ist. Was man zu diesen Pflegerobotern sagen kann, ist, ich glaube nicht, dass das nur schlecht ist, dass es so Dinger gibt. Ja? Die Utopie ist, dass man sagt, wenn so ein Pflegeroboter bestimmte Dinge kann, dann haben die menschlichen Pflegenden mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten oder wie immer man sie nennt.
Aber das ist natürlich ein schöner Wunschtraum, weil das ja bedeuten würde, dass man die weiter bezahlt. Und das ist, vielleicht ist das die ethische Frage, die man sich damit, die man da stellen muss. Oder nicht die ethische, eine der ethischen Fragen. Und man sieht, dass sich durch die Veränderung von ontologischen Bedingungen in der Welt neue Fragen nach Gut und Böse stellen. Gar keine Frage. Klar. Ja, na sieh, schönes Ende. Ja. Klassisches Ende fast. Genau. Ich, danke gut Ihnen. Und Böse, also Leben und Tod haben wir jetzt nicht hingekriegt, aber gut. Gut und Böse immerhin schon. Ne? Ja, ein bisschen Leben auch. Auch. Beim Militär waren wir auch, dann haben wir den Tod auch mit dabei. Ich danke Ihnen und auf ein nächstes Mal vielleicht. Sehr, sehr gern.